Ja, moin und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge der Smart Facts stelle ich dir den T-Pixer KNX Präsenzmelder von Theben vor. Klassische Präsenz- und Bewegungsmelder, die kennt jeder von uns. Sei es das Deckenpräsenz- oder Bewegungsmelder oder in der Wand. Alle arbeiten sie in der Regel nach dem IR-Prinzip, also Infrarot. Sie erkennen sozusagen eine Bewegung anhand der Wärmesignatur. Ich nenne es mal so. Der T-Pixer geht anders vor, denn er arbeitet über das sogenannte optische Prinzip. Was heißt das? Naja, vereinfacht gesagt, der T-Pixer hat eine Kamera integriert. Für alle die, die jetzt Angst haben um Datenschutz oder die das Thema DSGVO direkt dann hervorruft, hier sei direkt gesagt, Theben arbeitet hier komplett DSGVO-konform und es werden auch keine Bilder in der Form irgendwie weitergegeben oder ausgewertet, die da der persönlichen, der Datenschutzthematik irgendwie entgegensprechen. Wie der Name schon sagt, T-Pixer, die Erkennung des Präsenzmelders erfolgt über die Kamera, aber komplett verpixelt. Das heißt, wir sehen es auch gleich in den Beispielen, das Bild an sich ist nicht erkennbar, was dort ist und vor allem auch nicht, wer dort ist. Das Bild ist also so dermaßen verpixelt, dass man Umrisse sieht von dem Raum, von den Möbeln, die dort drin stehen, aber mehr auch nicht. Und das ist halt eben ganz wichtig, dass es halt eben nicht in irgendeine falsche Richtung geht und Leute damit irgendwie ausgespioniert werden können. Wie ist der Präsenzmelder aufgebaut? Wir haben, wie man schon hier schon sieht, einen extrem flachen Präsenzmelder. Das heißt, wir haben hier vielleicht einen Zentimeter, weniger als einen Zentimeter Aufbau auf der Decke. Auf der Rückseite haben wir einmal die KNX-Busklemme und Anschluss für 230 Volt. Ich komme direkt zu dem Punkt, das ist jetzt vielleicht nicht die allerschönste Lösung, mit 230 Volt zu arbeiten, war aber zu dem Stand des Go-Live des Produktes erstmal nicht anders möglich. Der Energieverbrauch ist nicht ganz wenig vom Präsenzmelder, sodass es erstmal auf 230 Volt gegangen ist. Aber wir haben es auch schon an Themen weitergegeben. Es wird auf jeden Fall auch daran gearbeitet, die Variante entweder über 24 Volt oder vielleicht sogar über den Anschluss direkt über die Busklemme zu realisieren. Aber zum Start des Produktes wird die Versorgungsspannung von 230 Volt benötigt. In der Regel ist es auch kein großes Problem. Wenn ich mich hier gerade umschaue, in diesem Raum, das ist eine Odenwalddecke oben drin, da kriege ich auf jeden Fall jederzeit noch eine 230 Volt Versorgung nachgelegt. Und im Neubau ist es ja generell kein Problem, das mit vorzusehen. Was ist eigentlich jetzt der konkrete Vorteil, dass ich eine Kamera habe anstelle von Peer-Sensoren? Ja, ist ganz einfach. Die Kamera sieht wirklich im Raum, was passiert und erahnt es sozusagen nicht. Häufig hat man da wirklich das Problem, dass ich vor allem bei Infrarotsensoren, wenn ich den Temperaturunterschied nicht, sage ich mal, einhalte, zum Beispiel, jemand hat eine Winterjacke an, als bestes Beispiel, dann wird der häufig auch nicht erkannt, weil es ist einfach nicht lokalisierbar. Der T-Pixer erkennt die echte Bewegung, weil er sozusagen das aufgenommene Bild, das initial aufgenommene Bild, immer wieder vergleicht mit dem Bild, was dann erscheint, wenn sich eine Bewegung oder eine Änderung im Raum darstellt. Die komplette Programmierung oder die Hauptprogrammierung des Präsenzmelders geschieht über die T-Pixer Plug App für Smartphone. Heißt also, schönen Präsenzmelder, schließe ihn ganz normal an und die Grundprogrammierung der Zonen, des Aufbaus des Melders geschieht komplett erstmal über die App. Das ist dahingehend natürlich sehr komfortabel, weil ich nicht mit meinem Notebook oder mit meiner ETS irgendwo in der Nähe rumsitzen muss, sondern ich kann mich wirklich auf diesen Raum konzentrieren, in dem ich mich gerade befinde, kann den Präsenzmelder komplett einrichten und dementsprechend sehr schön vorarbeiten. Die restliche Parametrierung, wie gewohnt, geschieht natürlich über die ETS-Applikation. Und wir fangen jetzt erstmal an und ich zeige euch mal, wie sieht die App an sich aus, was lässt sich damit so realisieren. Und was sind die ersten Schritte, wenn ich den Präsenzmelder in Betrieb nehmen möchte? Anschließend, wie gewohnt, schauen wir uns natürlich auch die Applikation dazu an. Und dann werdet ihr sehen, was alles für Möglichkeiten mit diesem Präsenzmelder machbar sind. So, den T-Pixer habe ich jetzt mal dahin gebracht, wo er hingehört, nämlich an die Decke. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam an, wie wir den T-Pixer über das Smartphone voreinstellen, sodass wir dann im Anschluss über die ETS-Applikation den Präsenzmelder weiter parametrieren können.
Hierzu starten wir erstmal die T-Pixer Plug App. In dem Zustand ist natürlich noch kein Präsenzmelder vorhanden. Wir gehen also jetzt hin und suchen erstmal. Das heißt, dieser Präsenzmelder wird jetzt über Funk halt eben verbunden oder wird gesucht erstmal von der App über Bluetooth. Wir wählen den T-Pixer aus. Hier in dem Raum ist nur einer, von daher ist es ganz simpel. Jetzt wird der Raum gescannt und die Parameter des dementsprechenden T-Pixer werden eingelesen. Wir sehen erstmal nichts, ein weißes Bild. Und wenn man genau hinschaut, ich bewege mich mal ein bisschen hier im Bild, man sieht auch, dass da schon irgendwas erkannt wird, aber natürlich nicht in irgendeiner Verbindung zu bringen zu dem Raum. Jetzt gehen wir hin und erfassen zum ersten Mal den Raum. Dafür gehe ich mal aus dem Raum heraus und betätige jetzt den Aufnahmemodus. So, wir befinden uns jetzt hier gerade in unserem Schulungsraum, wo ich mir die Technik aufgebaut habe. Man sieht jetzt auch, wie ich hier durch den Raum durchlaufe, anhand der grünen Pixel, die dort zu sehen sind. Und die roten Pixel zeigen an, da ist etwas, was vorher noch nicht da war im Bild, also eine Präsenz. Dementsprechend habe ich jetzt schon mal den ersten Schritt getan, um den T-Pixer dementsprechend einzurichten. Als nächstes richten wir Zonen ein. Das heißt, wir haben in der Mitte des Raumes einen Konferenztisch, obenrum haben wir Laufwege bzw. Wege oder Positionen, wo man es setzen kann. Da bin ich gerade auf den falschen Button gekommen. Gehen wir nochmal rein. Zonen. Hier füge ich jetzt eine neue Zone hinzu. Mit meinem Finger kann ich jetzt ganz einfach diese Zone definieren, indem ich einfach diesen Rahmen ziehe und sage jetzt zum Beispiel, hier vorne soll Zone 1 sein. Ich könnte der Zone jetzt auch einen Namen geben, darauf verzichte ich jetzt erstmal. Nehme die nächste Zone, da sage ich zum Beispiel, der Tisch soll gemessen werden, zum Beispiel für die Helligkeit, was ja dann sehr sinnvoll ist. Dann nehme ich mir die Zone 3, die möchte ich jetzt zum Beispiel dort haben. Dann nehme ich mir die Zone 4 und dann nehme ich mir noch die Zone 5. Insgesamt können 6 Zonen frei so belegt werden auf diese Art. Natürlich kann ich auch sagen, ich möchte auch eine 6. Zone haben, die soll den kompletten Raum abdecken. Dementsprechend kann ich also mehrere Funktionen über die Zonen hinweg realisieren. Ja, das bestätige ich. Gehe zurück auf den T-Pixer in die Einstellungsmöglichkeiten. Und jetzt sehe ich in der Form auch schon meine verschiedenen Zonen nochmal schön dargestellt und kann mir jetzt auch anzeigen lassen, wie zum Beispiel der Belegungsgrad ist. Ja, ich kann also jetzt sehen, wie ist welche Zone belegt, wie viel ist da sozusagen los. Ich kann mir auch Heatmaps anzeigen lassen, um dementsprechend zu sehen, welcher Bereich ist rein auch grafisch gesehen am meisten in Bewegung. Und hier sehe ich verschiedene Parameter. Wie zum Beispiel sehe ich jetzt, gut, der Präsenzmelder sitzt jetzt in der Nähe von der Lampe. Heute ist auch recht warm bei uns, 36,8 Grad. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen justieren. Aber ich sehe auch verschiedene Helligkeiten. Das Schöne am T-Pixer ist, dass er nicht wie ein normaler IR-Sensor hingeht und die Helligkeit auf einem spezifischen Punkt auf dem Boden misst, sondern der T-Pixer geht hin und misst die Helligkeit auf der gesamten Fläche der Zone. Und das macht die Sache auch wieder interessant. Das heißt, ich kann deutlich besser eine Konstantlichtregelung mit ihm realisieren. Wie ihr gerade gesehen habt, die erste Inbetriebnahme über die App ist schon verdammt einfach realisiert worden von Themen. Das Besondere an sich ist auch noch bei der Kameratechnologie, das werden wir auch gleich noch in der Applikation sehen, dass man Personen zählen kann. Das heißt, ich kann wirklich über die Erfassungstechnologie im Präsenzmelder die einzelnen Personen zählen und kann diese Daten nutzen, um zum Beispiel einen Raumbelegungsgrad auszuwerten. Das ist für den Heimbereich vielleicht nicht so interessant, aber wenn ich im Bürobereich bin
oder im Arztpraxenbereich ist das extrem spannend, um einfach zu sehen, ist der Raum belegt, ist da jemand drin, wie viele Personen sind drin, wenn es dann auch vielleicht um eine Personenanzahlsbeschränkung geht. Das kann ich alles aus dem Tippixer mit rausnehmen. Und wie das alles eingestellt wird, das ist sehr komplex, muss ich dazu sagen. Das zeigen wir in diesem Video nicht. Aber schaut euch dazu auf jeden Fall auch das Handbuch vom T-Pixel an. Da hat sich Tim wirklich sehr viel Mühe gegeben und hat auch diverse Anwendungsbeispiele sehr schön dargestellt, die es dann erlauben, relativ einfach nachzubauen. Nachdem wir jetzt den T-Pixel über die Smartphone-App weitestgehend fertig parametriert haben, können wir jetzt die Details in der ITS-Applikation einstellen. Hier will ich auch heute gar nicht tief einsteigen. Die Funktionen, wie schon gesagt, beim T-Pixel sind wirklich extrem groß. Wir haben viele Möglichkeiten, die dort abzubilden sind. Deswegen gehen wir auf die wichtigsten Punkte einmal kurz ein. Auf der allgemeinen Seite haben wir die Auswahl der Zonen. Also entweder sage ich, ich nehme mir jetzt die Zonen, die ich auch eingegeben habe, oder ich kann voreingestellte Zonen nehmen, aber ich denke, die Variante frei via Bluetooth-App ist eigentlich das, was auch dieses Gerät wirklich ausmacht. Von daher sollte man die auch nutzen. Ja, wir können Namen vergeben. Wir haben die Möglichkeit, verschiedene Sachen einzustellen. Wichtig ist einmal die Unterscheidung zwischen der Raumdefinition als Besprechungsraum oder Standard. Wenn wir einen Raum als Besprechungsraum deklarieren, ist die Möglichkeit, die Personen zu zählen, also die Möglichkeit besteht generell beim Präsenzmelder, bei diesem. Aber wir haben, wenn wir das als Besprechungsraum nutzen, ist dieser Zählalgorithmus deutlich feiner, was aber auch bedingt, dass er gewisse Latenzzeiten hat, bis zum Beispiel ein Befehl gesendet wird. Also von daher schaut, wenn ihr den Standardfall habt, dann holt auch wirklich die Standardauswahl. Und wenn ihr einen Besprechungsraum habt, wo ihr explizit auf das Thema Personenerkennung oder Personenzählung eingehen wollt, dann könnt ihr den Besprechungsraum wählen. Hier kann man natürlich sagen, was soll der generell tun in der Zone 1? Ja, natürlich wollen wir Licht aktivieren. Wir können auch HKL aktivieren oder auch diese Raumbelegung. Diese beiden Punkte schauen wir uns mal ein bisschen näher an. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ob Master oder Slave und auch beim Master die Möglichkeit, einen Multi-Master-Betrieb aufzubauen und auch das Thema Aura-Effekt. Also das könnt ihr euch so vorstellen wie eine Art Lauflicht. Das heißt, sobald ich in eine Zone hereintrete, ist diese Zone beispielsweise auf 100% hochgedimmt und die angrenzenden Zonen gleich nur auf 50%. Dass also das Licht einem quasi folgt auf Schritt und Tritt, ist auf jeden Fall ein cooler Effekt, auf den ich heute aber nicht näher eingehe. Bei der Funktion Licht, ja, wie soll es anders sein? Ich habe alle möglichen Einstellvarianten, wann auch irgendwas zu passieren hat, also wie beim normalen Präsenzmelder auch sozusagen. Ich kann sagen, was passiert bei Bewegung, was passiert bei Präsenz. Also alles, wie es gewohnt ist bei einem vernünftigen Präsenz- oder Bewegungsmelder. Ganz interessant ist das Thema der Raumbelegung. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel anzeigen lassen, wie viele Personen im Raum sind. Wie gesagt, das zählt eher. Oder ich kann auch sagen, wie der Raumbelegungsgrad ist. Also wie häufig ist dieser Raum zum Beispiel belegt. Funktionen wie Lüftung aktivieren, Schalten aktivieren. Das sind alles Themen, da gehe ich heute nicht näher drauf ein, weil sonst würde ich mir für noch zig Stunden könnten über das Ding hier philosophieren. Also der Präsenzmelder hat extrem viele tolle Funktionen, die je nach Anwendungsfall auf jeden Fall auch eine Daseinsberechtigung haben. Schaut euch die auf jeden Fall näher an und als guter Tipp, schaut euch auf jeden Fall auch das Handbuch des Präsenzmelders an. Da hat eben tolle Funktionen auch nochmal beispielhaft dargestellt. Ja, die Möglichkeiten der Zonen ist bei jeder Zone identisch. Also ich kann für meine 6 Zonen, die ich gerade eben erstellt habe, kann ich für jede Zone eigene Funktionen einstellen und kann dann dementsprechend auch meinen Raum ganz anders aufteilen. Das ging bis dato sonst nie, dass ich einen Raum wirklich so schön unterteilen konnte. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, es kam auch über Social Media bei uns rein, ich habe ein Badezimmer und dort möchte ich den Bereich vor dem Waschbecken anders gesteuert haben als zum Beispiel in Richtung Dusche oder Richtung WC. Das ist mit diesem Melder ohne weiteres möglich und es bringt einfach wirklich tolle Funktionen mit sich. Hier nochmal die 5 wichtigsten Punkte aus meinen Augen für dich zusammengefasst. Der T-Pixel ist ein optischer Präsenzmelder für die Deckenmontage. Das heißt, er arbeitet mit einer Art Kamera.
dabei aber komplett DSGVO-konform, was auch von der DEKRA geprüft worden ist. Der T-Pixer kann bis zu 6 frei definierbare Zonen verwalten und hat dabei auch die Möglichkeit, pro Zone eine separate Konstantlichtregelung zu realisieren. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, die Anzahl an Personen im Raum auszugeben auf den Bus und auch die Ausgabe des Raumbelegungsgrades. Was wirklich extrem toll ist, ist, dass ich die Inbetriebnahme über die Smartphone-App machen kann und somit mich im Raum mit meinem Smartphone und dem Präsenzmelder verbinden kann und somit ganz individuell auf den Raum diesen Präsenzmelder anpassen kann. Wie ihr seht, der T-Pixer beinhaltet wirklich extrem spannende Funktionen. Ob man die jetzt alle braucht, sei es dahingestellt. Insgesamt verfügt er, wie gesagt, über 170 Kommunikationsobjekte. Da ist natürlich für einen Präsenzmelder schon auch mal eine Hausnummer. Wenn ich die alle ausnutzen wollen würde, bräuchte ich auch zur Verknüpfung viele Gruppenadressen. Aber besser haben als uns nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Tolles Gerät, gefällt mir wirklich gut. Der Gedankengang, den Theben dort hat bei dem Produkt, finde ich extrem spannend. Die Erkennung über die Optik, also die Kamera, böse gesagt, funktioniert auch wirklich gut. Was ich persönlich extrem spannend finde, ist einfach die Möglichkeit, dass ich die Zonen wirklich sehr schön darstellen kann. Heißt also, ich muss nicht mehr auf den Abstrahlwinkel eines IR-Sensors irgendwie achten, sondern in der App stelle ich einfach nur ein, wo ist welche Zone, wie soll mit welcher Zone umgegangen werden und schaffe es dann auch, in kleineren Räumen einzelne Zonen zu bilden und die dann auch sicher zu detektieren und dementsprechend dann auch die richtige Aktion ausführen zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich wieder über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr Fragen habt zum Produkt, wie gewohnt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.